Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Black and White 2. So, ich habe das nochmal gemacht, die Mission konnte ich abschließen und ich habe dann also so in dieses Dorf durch Einfluss eingenommen und habe dann ja die Insel beendet. Es kam nur eine kleine Zwischensequenz und sonst habt ihr nichts verpasst. Da haben die zwei Gesinnungen noch kurz ein bisschen geredet, was uns erwartet, aber das werdet ihr auch so sehen. So, und der kloppt da schön auf das Haus, damit er ein bisschen böse wird. Aber ich denke, er wird das auch so machen. Kann man das nochmals einnehmen. Also das ist eingenommen. Dann muss ich noch das Dorf einnehmen. Und ich mache dich böse. Was ist das? Kacke. Nein, ich kacke in dir. Weg da. Hopp. Nein, ich will nicht das öffnen. Ich wollte hier noch ihn ein bisschen lernen. Nur anschauen wollen wir nicht. Ich wollte, dass er noch ein bisschen... ist doch nicht kacke. Weg da. So. Ich wollte noch ein bisschen, dass er neue Sachen lernt. Ja, dann greift das Haus ein bisschen an. Beim Dorf, das habe ich ein bisschen weiter ausgebaut. Ich bräuchte schon wieder ein neues Lagerhaus. Das lassen wir aber. Wir wollen... Ich denke mal... ein paar Folterhäuser noch bauen. Und dann gehen wir eigentlich schon ins nächste Dorf. So. Irgendwas von den Tributen kaufen. Ich wollte sparen und auf das Hochhaus warten, damit wir mehr Einwohner unterbringen können, nicht so eine große Stadt machen müssen. Was, du bist zahlt? Satz oder was? Das tönt irgendwie. Ja, als ich das, die Schilder nochmal suchte, habe ich die alle direkt gefunden. Also sie sind nicht so schwer zu finden. Das ist halt schon das Größte, das Schlimmste. Das geht mal gar nicht. Oh, sorry. Sorry, Leute. Das wollte ich nicht. Autsch. Tut mir leid. Sorry, das wollte ich nicht. Und das sowieso nicht. Oh. Das war ein Auszusehen. Kann man es nicht kaputt machen? Geht's noch? Oh nein, die armen Dörfer. Ich habe ihre Häuser zerstört. Ich Scheusal. Ich bin so ein Scheusal. Oh nein, meine Soldaten. Sie sterben. Nein. Ich habe die Hand nicht unter Kontrolle. Sorry. Was habe ich gesagt?
Ich zerstöre alles. Aha, ich zerstöre alles. Oh. Wir spielen jetzt ein bisschen. Zerstört alle Häuser. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich will nur ein bisschen böse sein, bevor wir ins nächste Ding gehen. Ist das und vor allem der Tempel mal platt machen. Der ist mehr als platt. Die kleine Figur, die schätze ich die Ding an. Der freut sich. Überall hat es jetzt am Boden solche roten Linien, Lavalinien. Und alle heulen herum. Und nerven sich auch von diesem scheiß lauten Ton. Also hier ist versperrt, da dürft ihr nicht weiter. Und hier auch. Wie wär's mit... Oh, schön. Oh, das tut gut. So, was haben wir denn? 35,2%. Ja, mehr möchte ich auch nicht. So. Ja, dann gehen wir weiter. Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen, aber scheinbar habe ich wirklich nichts vergessen. Und wir werden noch kurz speichern. Ja, hier habe ich noch ein paar Testaufnahmen gemacht. Und böse Land 4 Eintritt. So. Wollt ihr das Land wirklich verlassen? Klickt nochmal zur Bestätigung. Ja, und da haben wir eine Übersicht. 35% böse. Gewaltsam erobte Städte 4. Durch Eindruck erobte Städte 3. Eindruck. Produktivität ist 63 gut, ist 100 gut, keine Ahnung. Beide Quests haben wir gemacht. Die Kreatur ist 0 Jahre alt. Stuhlgang 12. Fitness am Ende 31%. Muskeln Maximum am Ende 78%. Also muskulös ist die Kreatur schon. Ich habe ihr gesagt, sie soll mal mit Bäumen ein bisschen Krafttraining machen. Und ja, das sieht man. Sie ist einfach noch sehr, also sehr jung. Da sieht man die Muskeln noch nicht so gut. Diese Wikinger. Bestimmt werden sie sich mit uns gegen die Azteken verbünden. Und eine Kreatur haben sie ebenfalls. Wir müssen aber eine Stadt bauen. Unser Volk muss nämlich wachsen. Los, sehen wir uns mal die Wikinger an. Hey, die haben einen Häuptling. Konzentriert euch. Dann könnt ihr dank eurer himmlischen Macht seine Gedanken lesen. Was? Griechen in meiner Heimat? Aber die Azteken hatten sie doch ausgelöscht. Meister. Wenn wir eine beeindruckende Stadt bauen, schließen sich die Wikinger uns an. Aber mit einer Armee könnten wir sie jagen und über die Klinge springen lassen. Okay. Ja, am Anfang hatten wir hier gar rein nichts, wie auch in der dritten Insel. Und wir müssen zuerst einmal ein Lagerhaus bauen, das machen wir am besten. So, hier.
Das hat einfach einen Grund, weil hier schöne Felder sind. Mit dem Häuserbau beginnen. Da, die Leute haben sich an die Altäre erinnert. Auf Altären könnt ihr göttliche Wunder vollbringen. Wir sollten sofort einen bauen. Okay, ich mach mal den Ton ein bisschen leiser. Kurzen Moment. Ja, es geht nicht mehr leiser. So, wir müssen ein Feld bauen. Okay. Jetzt Bauer hin. Nicht schlafen. Bekehrter Bauer. Bekehrter Förster. Bekehrter Förster. So, und Bauherrmeister. Baumeister. Die haben alle Dinge in der Hand, die will ich jetzt nicht nehmen. Bekehrter Baumeister. So. Bekehrter Baumeister. Und dann noch Minenarbeiter. Minenarbeiter. Bekehrter Minenarbeiter. Bekehrter Minenarbeiter. Und noch das Wichtigste. Bekehrter Brüter. Bekehrter Brüter. So. Und jetzt haben wir schon mal eins abgeschlossen. Ich weiß jetzt nicht welches. Du kannst Felder in jeder beliebigen Größe anlegen, indem du sie mit der Aktionstaste in die gewünschte Größe ziehst. Felder, die auf sehr fruchtbarem grünen Boden angelegt werden, werfen mehr Nahrung ab. Im Gegensatz zu normalen Dorfbewohnern arbeiten die Jünger von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das ist schließlich ihre göttliche Pflicht. Lässt du deine Kreatur das Volk unterhalten, steigt die Zufriedenheit der Menschen und der Stadt wird beeindruckender. Übt deine Kreatur über längere Zeit eine Rolle aus, verliert sie ihren freien Willen. Gönnt ihr deshalb gelegentlich etwas Freizeit und beschäftigt dich mit ihr, um dies zu verhindern. Achtet auf deine Kreatur und ihre Gefühle, wenn sie unglücklich ist, ist sie weniger nützlich. Die Haufen deiner Kreatur machen das Land fruchtbarer. Leg sie auf Felder oder in Nähe von Bäumen, um die Pflanzen zu düngen. Klick mit der Augen... Ja, das will ich jetzt nicht. Kleinen Dinge interessiert nicht. Das meisten wissen wir ja. Ja, und bestrafen müssen wir auch. Wir wollen kurz... Nein, ich wollte nicht beenden. Hier draufklicken. Spielen. Mit Felsen spielen tust du leider nicht. Es gibt Haue, ganz große Haue. Und schlafen im Gehege machst du. Du musst nämlich groß und stark werden. Die Kreatur wird größer. So. Und sonst nichts. Wir haben hier noch neue Gebäude jetzt. Zum Beispiel... Hier, der Wolkenkratzer. 100.000. Sirenen, Amphitheater brauchen wir nicht. Also der bösen Gesinnung müssen wir nicht so viele Gebäude bauen. Aber beim Ding ist es schon recht mühsam. Ich weiß nicht, eine Mühle. Ja, machen wir eine Mühle. So. Diese Kornkammer erleichtert die Versorgung eures Volkes. Baut nur und nährt unsere Zerstörungswut. Der hat irgendwelche Probleme. Für die Wolkenkratzer braucht man leider sehr viel Erz. Aber ich denke mal...
In eine Erzgrube habe ich unendlich jetzt eingestellt. Jetzt muss ich schauen, ob ich finde keine Erzgrube. Ah, hier hinten. Bodenlose Mine, seht ihr? Ich habe es unendlich gemacht. Sonst wäre dort ein Limit gewesen. Wir machen mal mit der Kreatur was. Soll eure Stadt rasch wachsen, braucht ihr viel Nahrung. Euer kleiner Liebling kann euch bei der Ernte helfen. Scheiß einfach in den... eines Feldes die Rolle eines Sammlers zuweisen. Öffnet das Menü Rolle der Kreatur, um der Kreatur eine Rolle zu geben. Süß. Wählt den grünen Sammler-Button. Dadurch ändert sich die Rolle der Kreatur und ihr nehmt die Leine in die Hand. Göttlich. Doppelklickt jetzt mit der Aktionstaste auf das gewünschte Ein. Ich will nicht WF. Seht ihr den Kreis um die Flagge herum? Innerhalb dieses Radius sammelt euer kleiner Liebling Rohstoffe oder erledigt andere Aufgaben. Dann bringt er die Rohstoffe ins Lagerhaus. Im Moment ist euer Liebling kein guter Sammler. Er nimmt immer nur wenig Getreide mit. Er ist ein Sammler der Stufe 1. Investiert ein bisschen Tribut, wenn ihr seine Stufe verbessert. Ja, danke schön. So arbeitet er viel effektiver. Himmlisch, nicht wahr? Ihr könnt euren Liebling auch zum Krieger, Baumeister oder Alleinunterhalter machen. Als Baumeister hilft euer Liebling ein Vorhaben in der Stadt. Da war ich da raus. Und der ist sogar... Die Kreatur ist noch klein und kein echter Krieger. Investieren wir ein bisschen Tribut in ihren Kriegerwert. Das Biest gefährlich. Mach mir das Biest gefährlich. Könnt ihr ihm auch seinen freien Willen lassen. Dann macht er, was er will. Und was ihr ihn gelehrt habt. Eine Kleinigkeit noch. Jede Rolle schränkt natürlich den freien Willen deiner Kreatur ein. Runter. Ja, je länger sie in hoch, hoch. Gibt, desto weniger die Hecke. Schäm dich. Lasst ihr sie zu lange in einer Rolle, wird sie vom Haustier zur Maschine. Ja, aber das dauert relativ lange. Nein, hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Auf dieser Leiste kannst du einen Blick auf den freien Willen der Kreatur werfen. Genau, wo ich sie jetzt wieder ausmachen. Auf freier Wille könnt ihr euren Liebling von seiner Rolle entbinden. Experimentiere doch ein bisschen mit den Rollen rum, Boss. Mal sehen, ob unsere Stadt dadurch wächst. Und wenn wir angegriffen werden, machst du das Vieh zum Krieger, ja? Danke, aber ich möchte gerne... die... wechseln. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt, wenn ich jetzt zum erfahrenen Krieger die Kreatur mache. Einfach mal Schilder lesen. Mauern müssen in deinem Einflussbereich beginnen, dürfen jedoch außerhalb davon enden. Sie können sich allerdings nicht in den Einflussbereich eines Gegners erstrecken. Gebäude existiert schon weniger beeindruckend. Jeder Nachbar eines Gebäudes wird weniger beeindruckend. In dem Menü Statistiken erhaltest du einen detaillierten Überblick über alle Statistiken deiner Bevölkerung, deiner Kreatur und deiner Macht. Die Werkzeugliste ist als Shortcut für viele wichtige Funktionen wie Gebäude, Wunder, die Rolle der Kreaturen, Statistik und das Reboot-Menü sehr nützlich. Im Menü Wunder findest du einige Gäste, mit denen du Wunder wirken kannst. Indiziere dazu mit der Hand die Bewegung der animierten Gesten-Symbole. Mauern. Baue Mauern, um deine Stadt zu verteidigen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Mauern sind für die Sicherheit der Stadt unabdingbar. Nur eine Mauer vermag die Wikinger aufzuhalten. Klicke mit der Aktionstaste auf den Turm, bestimme den Mauerverlauf und klicke nochmal. Die Griechen verstecken sich hinter ihren Mauern. Sie kämpfen nicht wie Wikinger. Ich komme schon raus. Muss nur noch ein Tor bauen dort. So, was willst du jetzt? Ja, Spielsachen, ist klar. Aber ich möchte doch hier kurz die fehlenden Sachen dir noch zeigen.
angreifen, facen. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich mach's mal an. Wir haben sowieso genug Erz. Und sonst. Ich denke, er wird da Stärke. Welche Aufgaben noch zu erledigen sind? Ja, aber ich möchte es nicht. Wenn die Griechen vernichtet sind, herrschen die Azteken über diese Welt. Ich kann die Griechen nicht länger dulden. Ich muss handeln. Ja, sicher. So, ihr seht jetzt der Wolkenkratzer. Der ist überhaupt nicht hoch. Da müssen wir einfach nochmals eins draufbauen. Das ist mühselig, aber es ist die beste Methode, wenn man böse ist, an Dorfbewohner zu kommen. 35,4% und überall ist Lava. Schon richtig zäh. Bröcke liegt nicht mehr schön grün. Sehr schön. Okay, dann machen wir das mal mit dem Altar. Ja, ich bekomme immer das bisschen gut, aber das ist nicht so gut. Aber das ist egal. Wunder Mana-Produktion. Tempel beschleunigen die Mana-Produktion. Tempel? Okay. Wunder können ausgegossen oder geworfen werden. Möchtest du ein Wunder ausgießen, halt die Aktionstaste gedrückt und bewege die Maus, wenn du das Wunder in der Hand hältst. Werfen kannst du ein Wunder mit wie jeder andere Gegenstand. Boah, dieser Wind, der nervt einfach extrem. Was habe ich jetzt bekommen? Ah, Mauer ist fertig. Ihr habt eine Mauer gebaut, die uns vor den Wikingern schützt. Die Griechen bauen Mauern. Die werden sie brauchen. Schickt Truppen zu ihren Stadtmauern. Ja, dann. Eine Stadt, ein Torhaus. So. Jetzt mache ich da mal auf und du gehst mal raus und wartest auf sie. Aber heute noch. Ich verhungere. Dann ess doch mal ein paar Dorfbewohner. Ah, hier kommen sie schon. So. Die Kreatur hinterlässt auch Lava. Ja. Sehr schön. Ja, schon ein Herz verloren. Oh, das gibt böse Punkte. Oh. Schön. Es fängt sogar ein bisschen an zu lecken, aber das ist normal. Wenn ich nebenbei noch aufnehme. Ich will gute Nachrichten, nicht so etwas. Ja, nicht hole. Nimm. Nimm. So, hier machen wir zu, ist zu. Ja, die wollen...